Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Locals BS. Wer das Format noch nicht kennt, wir nehmen euch mit dem Instagram-Livestream-Format, das ihr gerade auf dem Kanal Die Löwenstadt schaut, auf digitalen Stadtbummel mit. Auf digitalen Stadtbummel durch Braunschweigs Innenstadt, durch die A- und B-Lagen, durch das Herz der Braunschweiger Innenstadt und natürlich auch durch die Quartiere. Schon seit einigen Wochen sind wir unterwegs, zeigen euch spannende Braunschweiger Handelsgeschäfte hier im Innenstadtbereich, aber auch seit einiger Zeit unterschiedliche Gastronomien. Über 30 Geschäfte haben wir schon besucht und auch diese und nächste Woche haben wir uns noch einiges vorgenommen, so auch heute Abend. My Locals BS, übrigens, wer sich das fragt, wird initiiert vom Braunschweig Stadtmarketing in Kooperation mit dem Arbeitsausschuss Innenstadt, kurz AAI, und auch unterstützt durch die Schlosserkanen Braunschweig. Heute sind wir auf jeden Fall wieder mitten des Herzens der Braunschweiger Innenstadt unterwegs, zwischen Burgplatz und Galerie Jeschke, so ein bisschen sozusagen auf der Flughöhe. Wir werden euch das gleich noch in Ruhe erklären. Heute Abend sind wir bei Optik Winter. Natürlich bin ich das nicht alleine, sondern mit einiges an fachkompetenter Unterstützung. Und die stellt sich euch auf jeden Fall gleich erstmal vor. Hi. Ja, hallo, ich bin Martin Winter. Hallo, ich bin die Lorena Winter. Ich habe meinen Mann vor 23 Jahren kennengelernt. Und ich habe damals noch in der Pflege gearbeitet. Aber als dann schon recht klar war, schnell klar war, dass wir zusammenbleiben wollten und auch zusammen arbeiten wollen, haben wir das auch gemacht und sind bis heute quasi zusammen in der Firma. Hallo, mein Name ist Sabine Jäger, ich bin Augenoptikerin und bin jetzt fast 16 Jahre schon im Unternehmen. Und es macht immer noch Spaß. Auf die Geschichte, ihr habt sie gerade ganz kurz angesprochen, kommen wir auch gleich noch zu sprechen. Wir haben das ja im Vorgespräch schon gemerkt, es gibt eine unheimlich lange Geschichte hier zur Optik Winter zu erzählen. Vielleicht vorneweg noch. Heute Abend habe ich natürlich einige Fragen an die Kolleginnen und Kollegen. Viel wichtiger sind aber eure Fragen. Das heißt, wenn jetzt im Verlauf der Sendung sich Fragen ergeben zu bestimmten Brillen, zu bestimmten Markenherstellern oder auch zu dem Geschäft selbst, stellt die Fragen gerne einfach in den Instagram-Livestream-Chat. Ihr habt ja unter dem Livestream-Fenster noch ein Chatfenster. Wenn sich also Fragen ergeben, jetzt im Interview oder auch wenn wir auch ein bisschen durch das Geschäft gehen und uns die Produkte angucken, scheut euch nicht, die Fragen zu stellen. Schreibt sie gerne rein und wir können sie gemeinsam mit euch und mit unserer Unterstützung heute Abend besprechen. Vielleicht aber zur ersten Frage, um das Ganze ein bisschen einzuordnen. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, ihr habt eine unheimlich lange Geschichte. Wie ist es denn damals überhaupt zu dem Geschäft gekommen? Ja, damals hat mein Urgroßvater 1902 die Firma gekauft, also das Gebäude und die Firma gegründet. Und das ging dann über den Großvater, meinen Vater. Und ich habe meine ersten Schritte hier mit 3 Jahren in dem Sand mit einer kleinen Schaufel im damaligen Gartenumbau in den 70er Jahren verbracht. Ich bin also schon relativ früh an diesen Ort gekommen und dann letztendlich auch hier hängen geblieben, seit 96 mittlerweile, doch als Inhaber hier, zuerst mit meinem Vater zusammen, der dann später ausgeschieden ist, und in den letzten 25 Jahren ein nettes Team, zum Beispiel eben mit Sabine Jäger, um uns herum aufgebaut, mit denen es super viel Spaß macht, hier zu arbeiten, und wir freuen uns, dass wir hier an diesem tollen Standort in dieser Straße, die super gemütlich ist. Es ist also eine ganz tolle Straße, in der wir uns hier befinden. Man kann im Reisebüro eine Reise buchen, kann bei Lose die passenden Schuhe für den Ausflug kaufen, kann nebenan die Garderobe passend dazu haben, von uns die Sonnenbrille und zur Belohnung sich beim Bäcker einen Kaffee gönnen und ein Stück Kuchen und mit dem Blumenladen nebenan sich die Zeit zu Hause verschönern, bis die Reise dann startet. Also man kann auf dieser Straße wirklich viel machen und wir fühlen uns hier auch pudelwohl, mittlerweile seit 119 Jahren. Und möchten diesen Standort auch gar nicht missen. 119 Jahre, du hast es gerade gesagt, ist eine unheimlich lange Geschichte. Die Treppe hoch hängt auch eine wunderschöne Zeichnung, die ihr zum 100-jährigen Jubiläum bekommen habt. Was würdest du sagen, waren vielleicht so wichtige Meilensteine in dieser ganzen Zeit? Ja, die wichtigen Meilensteine, ich weiß es jetzt nicht, wie es um 1902 war, aber während des Krieges, mein Opa damals auch im Krieg gearbeitet hat, ein Kollege von der Verlassliber Straße, kommissarisch hier eingesetzt wurde. Es gibt die ganzen Unterlagen noch, auch die Verfügung, auch die Kaufurkunde vom Gebäude haben wir noch damals. Also es gibt auch historische Sachen, die ganz cool sind. Und 96 war für mich eine große Geschichte, als ich dazugekommen bin, 2001, als mein Vater ausgeschieden ist. Und eigentlich freue ich mich über jedes Jahr, dass man hier verbringen darf. Das ist eigentlich immer eine ganz geniale Geschichte. Doch. Wie würdest du so, es ist ja nun sozusagen in Familienhand erwachsen, wie würdest du so eure und deine Leidenschaft und Faszination für das Thema beschreiben? Also ich glaube, ich kann da auch von meinen Kollegen sprechen, dass wir uns einfach riesig freuen, wenn wir es dann geschafft haben, den Kunden eine Brille zu fertigen, mit der er einfach total glücklich ist. Ein Produkt, was er für alle Lebenslagen anwenden kann,
was technisch und auch modisch super dasteht, mhm, und in Kombination mit den Kunden das zu erarbeiten und nachher eben auch die Freude in den Kundengesichtern zu sehen, wenn das Produkt so funktioniert, wie wir uns das alle vorgestellt haben, das ist eigentlich immer die Belohnung, die man dann dafür bekommt. Okay. Das ist schon gut. Und vielleicht daran anknüpft noch die Frage, wir hatten vorhin auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, was würdet ihr sagen, was macht gerade auch euer Geschäft so im Besonderen aus? Ja, also wir sind sehr bemüht, kundenorientiert zu arbeiten und auch sehr innovativ. Wir können da noch kurz einen Blick werfen, von der Messtechnik her, wie auch von den Fortbildungen der Kollegen, stehen wir, glaube ich, einfach super da, mhm, und können uns viele Dinge angucken im Kundenauge, können das dokumentieren, wenn der Kunde das möchte, und können eben auch Veränderungen frühzeitig erkennen, um einzulenken, und können auf die Kundenbedürfnisse optimal eingehen. Die Technik bietet uns heute grandiose Möglichkeiten, individuelle Gläser für den Kunden zu fertigen. Es ist also wirklich Wahnsinn. Und wenn der Kunde es möchte, dann können wir ihm eine Brille für jeden Zweck bauen. Okay. Apropos Brille, wir haben ja jetzt im Hintergrund, habt ihr wahrscheinlich schon das eine oder andere gesehen. Ich stehe ja auch hier zwischen zahlreichen Modellen. Und du hast ja auch schon Themen angesprochen. Ich würde sagen, wir drehen einfach mal eine kleine Runde und ihr könnt uns ein bisschen inspirieren und auf den neuesten Stand bringen, was Modelle, Marken, Trends etc. angeht. Und ganz wichtig, wenn ihr während der Sendung Fragen habt, also wenn euch etwas auffällt, wo ihr Rückfragen zu habt, was kostet das, habt ihr das in anderen Farben da, was musst du zu der Marke wissen, scheut euch nicht, die Fragen zu stellen. Ansonsten würde ich sagen, ich mache den Schritt zurück und wir machen den Schulterblick bei euch und gucken euch ein bisschen über die Schulter, was es so Neues gibt und ja, welche Trends sich vielleicht gerade auftun. Ja, wir können ja direkt die Ecke nehmen, wo du dich befindest. Ja. Wir haben seit über, ich glaube, 15 Jahren mittlerweile die Partnerschaft mit der Firma Neue Gym, die im Sonnenbrillenbereich da wirklich mega innovativ sind. Jede Brille hat herausragende Eigenschaften im Bereich des Sehens, liefert brillante Farben, polarisierende Gläser sind drin, dass Reflexionen von waagerechten Flächen weggenommen werden, beim Autofahren keine Blendung mehr entsteht, ein kontraststeigerndes Bild, der durch zu sehen ist. Das Ganze eben auch kombiniert, in diesem Jahr ganz cool neu rausgekommen, mit Lava, der Verspiegelung auf dem Brillenglas, also auch hier letztendlich in der Kosmetik dem Ganzen Rechnung getragen, das auch nach außen zu transportieren. Und die Gläser sind vom Gucken her wirklich grandios. Neue Gym sitzt im Braunschweig, also das ist auch ein Riesenvorteil. Wir haben unglaublich kurze Wege, ein super Support im Hintergrund, mit dem man auch fantastisch arbeiten kann. Und das ist also wirklich für uns als Händler super und auch für den Kunden letztendlich das Produkt. Ich denke, als Sonnenbrille wirklich top. Ja, ist also ja wahrscheinlich dann auch irgendwie eine besondere Kundenbeziehung, wenn das Unternehmen als Partner auch direkt hier in der Region sitzt, oder? Ja, einerseits das und ganz viele Neue Gym-Träger sind Wiederholungstäter, was einfach ein mega Produkt ist. Ich glaube, meine Kolleginnen tragen alle eine Sonnenbrille, ja, von der Firma, auch in Stärken, als Einstärken, Gleitsichtglas verfügbar, für den Sportbereich anzupassen. Also wirklich super, ganz toll. Sportbereich haben wir auch gesagt, wir wollen etwas haben, was perfekt diese Funktion im Sportbereich, mhm, unterstützt. Haben lange gesucht, über verschiedene Firmen, mit Adidas gesprochen, sind dann bei Rudi Project hängen geblieben. Also es ist von Sportler für Sportler gemacht. Rudi Project zeichnet einfach die Funktion dieses Artikels aus. Also es ist wirklich perfekt für den Sport, egal ob Laufen oder Radfahren. Mhm. Super leichte Brillen, es sind komplett Wechselsysteme, das heißt, ich kann in den Oberrand unterschiedliche Glasfarben einklicken, immer den Sportbedürfnissen angepasst. Ich kann mit Innenclips arbeiten, um auch hier Fehlsichtigkeiten zu korrigieren, im Einstärken, in der Gleitsichtbereich. Und das gibt es eben klassisch als Scheibenbrille für optimalen Windschutz, in unterschiedlichen Größen auch, je nach Kopfform anzupassen, mit Ventilationsöffnung und von den Farben teils für die Sportanzüge oder auch für die Räder angepasst. Das Ganze eben, wie gesagt, auch zum Selbermachen. Man klickt das Glas einfach raus. Es ist also endverbraucherkompatibel in jeder Lebenslage. Wir können diese Originalgläser mit Stärken versehen, wenn man nicht mit dem Clip arbeiten möchte. Oder eben auch mit dem Innenclip, der für fast alle Modelle kompatibel ist. Das heißt, habe ich einen Clip, kann ich unterschiedliche Brillen damit nutzen, je nach Anwendungsbereich. Der Trägerrahmen sieht dann im Endeffekt so aus. Auch den kann ich frei gestalten und kann die Gläser wie auch die Fassungsfarben nach meinen Wünschen sozusagen customized, okay, bekommen. Wir haben ja gerade schon, Verzeihung, bei Maui Gym haben wir ja jetzt auch schon unterschiedlichste so Farbwelten gesehen. Im generellen Bereich kann man sagen, es gibt gerade so bestimmte Farbtrends, die irgendwie stärker werden, oder ist das schwierig zu sagen? Also von der Glasfarbe an sich sind die wirklich alle top. Ja. Das, was letztendlich die Außenwirkung beeinflusst, sind die Verspiegelungen. Mhm. In dem Bereich, was dies ja also wirklich Hammer ist, ist das Hawaii, das blaue Glas oder eben auch das Lava in Orange. Das Grün auch super,
Also vom Gucken her, wie auch von der Außenwirkung, bin ich einfach stark im Grün. Okay. Ja, magst du gerade nochmal ja, zu retten? Mir fällt ein zu den Farbtrends. Mhm. Und zwar sind die Fassungen, die wir verglasen mit hellen Gläsern, ja, auch unheimlich der Mode unterworfen. Und es gibt im Moment sehr viel Retro-Sachen, die sind richtig toll. Da geht mein Herz auf. Ich kenne das ja alles, habe alles schon mal gesehen, aber wenn man sowas hier sieht und das passende Gesicht dazu, das ist einfach ein Traum. Da machen wir tolle Gläser rein und dann ist das wirklich was ganz Besonderes. Ne? Ja. Raven bietet uns auch an, so wie Oakley auch, da kann man seine eigene Fassung kreieren. Also man kann sich sozusagen die Bügel und das Mittelteil selbst zusammenstellen, dann wird das personifiziert. Es gibt also einen Aufdruck rein mit einem Namen, also so, dass man für den individuellen Kunden auch das absolut individuelle Brillengestell hat. Das kann man also bei denen jetzt machen und ansonsten gibt es eben diese klassische Tropfenform auch wieder als Sonnenbrille. Hier ist es von Michael Kors, das hat dann so ein bisschen mit Glitzer, also die Schmuckbrillen haben auch ihre Berechtigung und da haben wir also auch eine ganz nette Auswahl da. Ich bin ja unbedarft, von daher darf ich ja unbedarfte Fragen stellen. Mhm. Bei Ray-Ban habe ich schon auch das Gefühl, dass das schon so ein Evergreen ist. Das kann man das so sagen? Ja, oder? Die gibt es ja schon seit 1949 oder so. Also ja. Ray-Ban hat eine ganz, ganz lange Tradition schon. Und die Fassungen, die es damals gab, also eine der ersten Bestelle, die sind immer noch da. Die sind immer noch da, die haben neue Materialien, die sind super stabil. Mhm. Die Gläser sind heute natürlich für UV-Strahlung viel, viel besser geeignet als früher und deswegen werden die immer noch super abgenommen. Okay. Was sind denn so Gestelle, wo du sagen würdest, das sind einfach irgendwie zeitlose Dinge, also die auch dann nicht so an Trend verlieren? Die nicht so an Trend verlieren, das sind solche Klassiker hier. Ja, okay. Das sind solche Klassiker hier. Diese runden Formen jetzt auch, das setzt sich immer mehr durch. Also ein bisschen tiefere Gläser, was durchaus auch sowas hier mit ein bisschen Farbe bei Ray-Ban. Mhm. Ne? Und ansonsten stehen wir ja auf Materialien. Also wir stehen auf tolle Materialien. Wir haben Brillen, die kommen aus dem 3D-Drucker, die sind mit Titanbügeln versehen, federleicht und haben für den Brillenträger den Vorteil, dass die wartungsarm sind. Also da ist keine einzige Schraube dran, die verbiegen dich, die sind mega haltbar und ein Fliegengewicht. Das Scharnier absolut schraubenlos. Die Brille an sich wiegt 6 Gramm. Das ist also auch total irre zu tragen. Und die Kunden, die sie tragen, die sehen wir bedauerlicherweise eigentlich nur alle 3 Jahre, wenn die Nasenschläge getauscht werden oder irgendeine Kollision mit dem Kinderkopf passiert ist. Ansonsten sind das wirklich Brillen, die man aufsetzt. Da schlüpft man rein wie in den Hausschuh, da fühlt man sich einfach pudelwohl mit. Und sind, wie gesagt, absolut wartungsarm. Inspiriert das Ganze durch den Hermes-Designer, der dann diese Slider-Technik von dem Scharnier entwickelt hat. Was wirklich über die Jahre hinweg absolut makellos funktioniert, ist also grandios, absolut wartungsfrei. Und die werden in 400 bis 500 Lagen im 3D-Drucker wirklich gefertigt, ein absolut robustes Material, flexibel an sich, aber trotzdem eben super leicht, total angenehm zu tragen. Und ähnliches haben wir auch, weil wir gerne innovativ arbeiten, mit den Brillen von Porsche. Die haben das durch eine Kugel im Gelenk praktisch gelöst. Hier auch das Ganze ohne Schraube und immer ein gleichmäßiger Gang, eine federleichte Brille und einfach wie gesagt super vom Tragen und die schleppt man eben durch die Gegend und braucht sich um nichts anderes kümmern. Das gleiche gilt auch für Silhouette. Als Premium-Partner von Silhouette sind wir mit Bereich der handlosen Brillen super aufgestellt. Es ist jeweils immer alles untereinander kompatibel und sollte wirklich mal im Kunden irgendein Missgeschick widerfahren, sollte ja mal passieren. Man setzt sich auf seine Brille, es bricht ein Bügel ab, vorbeikommen, wir bauen übergangsweise einen anderen Bügel an, das Ding ist sofort repariert. Wenn wir den Original nicht da haben, ist er innerhalb von ein paar Tagen wieder verfügbar. Und das Ganze haben sie eben auch transportiert auf Brillen mit Rand. Super leicht, Eigenentwicklung der Firma Silhouette von den Materialien. Und es ist ähnlich wie mit anderen Teilen auch, eine Silhouette ist halt eine Silhouette. Ja, die setzt man auf, da schlüpft man rein und sagt, jo, passt. Man braucht so gut wie fast nichts mehr einstellen, es ist einfach... Ne? Da sitzt einer auf der Nase. Wir haben auch Brillen für kleinere Gesichter zum Beispiel. Das ist eine absolute Marktlücke, weil das ist immer so ein Standardmarkt, das verkauft sich gut, das verkauft der Hersteller auch super, aber es gibt eben viele Menschen, die kleine Gesichter haben und die müssen dann teilweise mit Kinderbrillen loslaufen und das ist so ein Ding, das geht gar nicht.
Und wir haben kleine Brillen, wir haben Brillenfassungen von Colibri, das sind Fassungen für speziell kleine Gesichter, erwachsene Köpfe mit längeren Bügeln und kleinen Maßen. Und die gibt es für Herren und Damen, falls vielleicht mal sowas aufsetzen möchte. Aber natürlich, dann kannst du mal, ihr könnt jetzt sagen, ob mir das steht oder nicht. Ja, das ist total klasse. Nein, im Hintergrund wird gelacht. Es ist nicht, ein kleines steht. Gesicht, ne? Halt. Und dafür wäre jetzt so eine Brille gut. Also die Brillenfassungen sind auch super stabil und federleicht. Gibt es im Kunststoffbereich. Und die fertigen auch Maß an. Also wir können dort auch, nicht, die Gesichter sind ja nicht immer gleich rechts, links. Mhm. Oder die Nasen sind nicht immer gleich rechts, links. Und die würden also auch uns für solche speziellen Kunden Maßanfertigungen machen. Okay. Das ist also auch ganz, ganz wichtig. Ich meine, man kann das wahrscheinlich schwer pauschal sagen. Aber angenommen, ich laufe hier rein und sage, ich brauche eine Brille. Was sind so wichtige Indikatoren, an denen ihr euch so langhangelt, um herauszufinden, okay, welche Marke passt zu dem und was ist vielleicht dem besonders wichtig? Es ist im Moment ein bisschen herausfordernd, weil alle Kunden mit Maske reinkommen. Ja, okay. Also du siehst ja immer nur ein halbes Gesicht. Ja. Und so macht es natürlich Spaß, wenn du sagst, so, okay, das halbe Gesicht, lasse ich mich inspirieren, hole ein paar Brillen raus und nachher macht er die Maske ab und die Brille sieht toll aus. Das ist immer toll. Also eigentlich ist Kundenwunsch natürlich ganz wichtig. Das steht immer oben an. Trotzdem fällt mir dann ein, ich würde mal was Rotes probieren. Und dann ist es plötzlich ganz toll mit einer roten Brille auf der Nase. Also das ergibt sich dann manchmal. Okay, also ihr votiert dann manchmal auch denn durchaus, dass ihr sagt, okay, ein bisschen mehr Mut, man kann sich auch mal mit einer Farbe trauen. Na klar. Das ist also auch ein Thema. Ja. Also hier kann man es ja probieren. Ja. Hier kann man ja alles aufprobieren. Man muss sich ja für nichts festlegen und im Grunde kann man auch sagen, nein, danke, ich gehe wieder raus. Aber ist nicht so häufig schön, vor allem bei uns. Okay. Ja, die andere Frage ist letztendlich auch, was möchtest du mit der Brille ausdrücken? Ja, okay. Und so eine Brille kann ja auch den Typ total verändern. Wir haben auch Kunden, die sagen, Mensch, ich brauche eine Brille für ganz bestimmte Themen, für ganz bestimmte Anlässe. Mhm. Und dann kann man eben auch themenbezogen sich dahingehend durchaus eine zweite oder dritte Brille nehmen und sagen, Mensch, das ist eine freundliche Brille, die will ich zum Grill mit meinen Kumpels aufsetzen. Und das ist eine Brille, die trage ich zum Anzug businessmäßig, da muss ich auch ein bisschen straight rüberkommen. Man kann da strenger oder und, so. Ja, okay. Und dann kann man auch dadurch über die Brille durchaus das Ganze beeinflussen. Das ist okay. Gibt es eigentlich, die Frage ist mir eben noch eingefallen, als wir hier standen und über das Thema Materialien gesprochen haben, gibt es bestimmte Marken, die ganz besonders dolle Vorreiter sind, was irgendwie, ihr habt das Thema 3D-Druck angesprochen und dieses Kugellager bei Porsche. Und ich weiß ja nicht, welche Themen vielleicht sonst noch so auftun, irgendwie mehr, vielleicht, weiß ich, naturbelassene Materialien, Holz oder so, da, das könnt ihr viel besser sagen als ich. Gibt es da so bestimmte Themen oder auch Akteure, die da noch mehr ausprobieren als andere vielleicht? Also Holzbrillen ist auch so ein Thema. Ja, Holzbrillen haben wir auch im Moment nicht so viel, aber Programm gehabt. Holzbrillen sind auch super leicht, aber der Brillenträger muss da perfekt reinpassen. Ne? Mhm. Das ist also eine Brille, da kann man jetzt keine Nasenstäbe groß einstellen oder so, sondern das ist also so ein Produkt, was aufgesetzt wird und muss perfekt sitzen. Die Materialien, das ist auch immer so Kundenwunsch. Ne? Also die Farben spielen eine Rolle, es werden viele, viele Kunststoffe gefertigt, aus Baumwolle zum Beispiel. Mhm. Also das sind Fasern, die damit eingearbeitet werden. Das ist auch Hornbrillen hatten wir mal, aber das ist auch der Vorteil der Kunststoffe, die unterscheiden sich im Endeffekt im Herstellungsverfahren. Hochwertige Brillen sind aus Acetatmaterialien gefertigt mit einem hohen Baumwollanteil. Gerade bei den Bereichen, die eben auf der Nase aufliegen, die können dann Feuchtigkeit aufnehmen und auch wieder abgeben, dass sie nicht anfangen zu rutschen, wenn man mal ein bisschen schwitzen sollte. Und der andere Vorteil ist, die werden wirklich aus einer kompletten Platte rausgefräst. Also du hast einen Block aus dem Acetat und da wird durch Fräser, das ist irre, wie die Späne fliegen, wird praktisch dieses Mittelteil rausgefräst, was den Vorteil hat, dass das Material entspannt ist. Wenn das mal warm wird, dann nimmt das nicht irgendeine wilde Form an. Das etwas günstige Verfahren ist eben eine Spritzform zu haben, du hast flüssiges Material, spritzt das in die Form, das erkaltet dann. Und wenn wir das warm machen zum Gläser einsetzen, dann kann es passieren, dass das auf einmal eine runde Form ist. Okay. Weil da so viel Spannung in dem Material ist, dafür kostet es eben auch nur die Hälfte. Ja, okay. Und wenn die Sonne scheint, dann kommst du wieder und sagst, ey, meine Brille sitzt so ein bisschen schief, weil das Material so ein Eigenleben entwickelt. Ja, okay. Und dann haben wir gesagt, nee, das möchten wir eigentlich nicht. Und von daher sind die Materialien wirklich auch so, dass der Kunde Spaß damit hat. Und die Firma Silhouette ist da, wie gesagt, auch in dem Bereich super unterwegs, haben ganz viele Kunststoffmaterialien gebaut. Und womit Silhouette groß geworden ist, was immer noch super ist, ich glaube, lüge ich, wenn ich sage, seit 20 Jahren? Ja, nee, lüge ich nicht.
Eigentlich nicht. Genau. Seit 20 Jahren gibt es diese Variante. Sie ist mittlerweile ein paar Mal überarbeitet worden. Man hat die Backenkonstruktion verändert. Früher war es ein Rundmaterial. Aber es ist einfach die Brille durch diesen in Häkchen ganz, ganz leichten Druck an den Kopf. Die setzt man auf und sagt einfach, jo, die sitzt. Einfach durch diese minimale Spannung. Aber das ist wirklich wie ein Hausschuh. Die setzt auf und sagst, jo, passt. Und das ist eben das Erfolgsrezept von Silhouette gewesen. Das haben die massig mittlerweile mit Scharnieren, mit breiteren Bügeln, mit schmaleren Bügeln, mit Kunststoffbügeln. Also auch wirklich da überarbeitet, perfektioniert. Aber die Grundidee ist einfach, eine Brille zu bauen, die der Träger aufsetzt und sagt, jo, ich fühle mich wohl. Ja, okay. Und das ist ihnen gelungen mit allem, was sie bisher gebaut haben. Und von daher ist es einfach perfekt. Das ist das Original, das ist oft kopiert, aber nie erreicht worden. Und es, ja, ich weiß gar nicht, es geistert durch die Qualität des Tragens. Ja, okay. Das ist echt Hammer. Jetzt sind wir hier so querfeld eingelaufen bis dahin. Ja. Wir haben ja bestimmt noch lange nicht alles gesehen, oder? Wo müssen wir als nächstes hinschauen? Ich hätte eine Idee. Okay. Und zwar gibt es hier bei uns Kinderbrillen, das sind randlose Kinderbrillen. Das ist auch ein Titanmaterial. Ja. Die verglasen wir mit Polycarbonat, also mit ganz bruchsicheren Gläsern. Die brechen nicht aus und sind mega stabil. Und diese Kinderbrillen werden von vielen auch so verteufelt, oder beziehungsweise die randlosen Brillen für Kinder werden verteufelt. Ja. Das geht doch gar nicht. Ein Kind mit einer randlosen Brille, wie schnell soll die denn kaputt gehen? Gar nicht. Also ich will nicht sagen, dass man sie nie kaputt kriegt, aber es dauert sehr, sehr lange. Okay. Und unsere Kunden, die diese Brillen für die Kinder gekauft haben, die sind total begeistert, weil die mitwächst, die verbiegt nicht. Die Kinder merken diese Brille nicht und können sich so frei bewegen, als wenn sie keine Brille auf der Nase haben. Richtig gut. Ja, Kinderbrillen haben wir auch sonst noch verschiedene Sachen, neue Sonnenbrillen. Aber unser Bestseller sind die randlosen. Ja? Ja. Von Kindern und von den Eltern geliebt, ja? Ja, von beiden. Von beiden geliebt, weil man kann natürlich auch hier so eine verrückten Sachen machen. Ja. Die machen mal bunt, ne? Ist für ein Kind natürlich auch ein bisschen schicker, als ja, wenn man das Silber macht. Das ist aufregender dann. Ja, genau. Das ist was Besonderes, ne? Ja, okay. Einfach. Ja, und die Brille hat ja einen riesen Vorteil, dass sie einfach mitwächst. Ja. Wir können durch etwas größere Gläser, wenn das Kind größer wird und neue Stärken braucht, können wir die Gläser ein bisschen breiter machen, die der Kopfform des Kindes anpassen. Was übrigens für jede randlose Brille gilt, die wir im Laden haben. Wir können die randlosen Brille jeweils ideal der Form des Trägers oder der Kopfgröße des Trägers anpassen. Wir können sie rund machen, eckig machen, Löcher reinbohren, was auch immer. Wir sind da vollkommen frei in der Gestaltung und können euch die Brillen wirklich so bauen, wie ihr die haben möchtet. Wir machen euch das als Demo einmal fertig, dass ihr das Muster vorab seht, bevor die Gläser reinkommen. Und wenn ihr sagt, jo, die gefällt mir, dann wird ein Foto gemacht mit dem Kollegen hier neben uns. Wir können sehen, wie sitzt die Brille im Gesicht, wie weit ist sie vom Auge weg, wo guckt der Träger durch, um dann eben das Glas da perfekt einzuarbeiten. Okay. Ja, apropos Glas, dann wollen wir mal in den Bereich... Ja, sehr gerne. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, das müssen wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Ja, können wir mal kurz ein Auge werfen. Wollen wir das meinem Freund Marc geschuldet. Ich hoffe, ich darf ihn in dir namentlich ruhig erwähnen. Der hat sich wirklich hingesetzt und hat mit einem Bleistift dieses Bild da gemalt. Ist so schön geworden. Ja, zum 100-jährigen Firmenjubiläum. Und das finde ich eine total coole Nummer von ihm. Und man kann ihn da ruhig mal erwähnen. Genau. Das heißt, das Gebäude, das Gebäude ist im Jahr 1902 entstanden. Das Gebäude ist am 1894 gebaut worden, damals von einem Tabakwarenhändler. Ich weiß gar nicht, warum er das recht schnell wieder verkauft hat oder ob mein Opa so hartnäckig war, also mein Großvater ihm das abgeschwatzt hat. Ja. Es ist damals für 19.200 Goldmark, als den Besitzer. Ein bisschen ruhigere Nächte. Also nochmal auch dem Urgroßopa danken. Ja, okay. Ja, jetzt haben wir uns viele schöne Brillen angeguckt und so eine Brille ist ja nur halb fertig, wenn der Kunde eine Fassung auf der Nase hat. Letztendlich müssen noch ein paar Gläser rein. Man kann einerseits mit der Augenarztverordnung zu uns kommen. Perfekterweise machen wir einfach die Messung hier vor Ort. Wir können uns, ich hole mal kurz ein Auge. Ja. Wir können uns heute den vorderen Bereich des Kundenauges angucken, können sehen, wie transparent ist die Augenlinse, wie funktioniert letztendlich die Iris, die Pupillenöffnung von der Größe steuert. Wir können gucken, wie klar sind die Medien bis hinten zur Netzhaut, wo das Ganze dann seine Verarbeitung findet und Sehen erst möglich wird, durch den Sehnerv zum Gehirn kommt. Und das machen diese beiden Geräte, die da links von uns stehen, also wirklich super. Der Kollege mit der schwarzen Haube guckt sich alles an, was den vorderen Augenabschnitt betrifft, und der Kollege in Weiß
guckt sich alles an, was hinten die Netzhaut betrifft. Und so können wir dem Kunden eben auch Möglichkeiten einfach einer Bildgebung bieten. Und können sagen, pass auf, du kannst eben bedingt gut gucken, weil deine Linse getrübt ist und es ist nicht mehr möglich. Oder wir können dem Kunden zeigen, oh, guck mal, vor 2 Jahren sah es so aus, heute sieht es so aus, es liegen 2 Bilder nebeneinander. Man hat eben den direkten Vergleich. Und so können wir eben Auffälligkeiten auch viel früher erkennen. Und von daher machen wir die Messung auch gerne selber. Wir können Augeninnendruck messen mit dazugehöriger Hornhautdicke, dass man einen Bezug dazu bekommt. Mensch, wie verhalten sich die Drucksysteme, ein tückischer Gegner, weil man auch nicht merkt, wenn sich das Ganze verändert. Und all das ist möglich und es ist ohne Medikamente möglich, es ist berührungslos. Ja. Alles, wir fassen kein Kundenauge an. Und können einfach mit dem Kunden dann auch uns das Ganze gemeinsam anschauen und sagen, schau, das Gerät hier vorne macht Messungen, vielleicht können wir es kurz sehen. Ich nehme mal ganz kurz mich. Wir bekommen also auch wirklich hier mal für das rechte Auge musterweise Werte für das Sehen bei Tag, wir bekommen Werte für das Sehen bei Nacht und können dem auch bei blendempfindlichen Kunden ganz separat darauf eingehen und das auch ganz detailliert mit dem Kunden durchsprechen, wo liegen die eigentlichen Probleme, welche Möglichkeiten haben wir, das zu lösen oder besteht die Lösung auch darin, gegebenenfalls 2 Brillen zu bauen, eine fürs Helle, eine fürs Dunkle. Manch einer ist ja sehr stark gebeutelt und man kann eben das Ganze wirklich auch sichtbar machen. Wir sehen hier den Bereich, den wir uns gerade angeguckt haben. Wir sehen hier die Hornhaut einmal, wir sehen die Iris, hier ein Teil der Augenlinse und bekommen eben auch einfach Werte, wo wir Werte mit, Werten vergleichen können, um Veränderungen zu sehen. Okay. Und das ist, ich finde einfach super, wenn wir verstehen, wie der Kunde guckt. Nicht nur, was er verstärken braucht, um besser zu sehen, sondern wir können verstehen, wie er guckt. Wir können das Ganze sichtbar machen für uns, für den Kunden. Und dann eben diese Werte im Zusammenspiel beider Augen noch überprüfen. Wir machen 3D-Sehteste, das heißt, es gucken permanent beide Augen, wie es eben im natürlichen Sehprozess auch letztendlich der Fall ist. Wir können einzelne Augen beim beidäugigen Gucken überprüfen und können mit dem Kunden zusammen, so wie der Koch, der am Tisch sitzt und sagt, Mensch, soll die Suppe ein bisschen mehr Salz oder Pfeffer bekommen, so kann der Kunde sagen, nein, ich hätte das gerne lieber ein bisschen so oder eben doch anders. Und das macht auch Spaß, mit dem Kunden zu arbeiten und gemeinsam ein Ergebnis zu finden, wo man dann nachher sagt, ja, das ist super, genauso soll es werden. Und das Ganze noch in der Brille, wo der Kunde sagt, ja, fühle ich mich pudelwohl, sitzt gut, sieht gut aus, guckt mal gut durch. Dann haben wir alles richtig gemacht. Okay, dann frage ich einfach mal ganz uneigennützig. Ich muss zum Auto fahren, eine Brille tragen und meine alte fällt schon langsam auseinander. Wie geht man denn vor? Also würdet ihr mich erstmal sozusagen hier reinschleusen, weil ich habe so eine leichte Hornhautverkrümmung, würdet mich sozusagen erstmal hier zum Sehtest schicken oder suche ich mir erstmal eine Brille aus? Wie geht man dann vor? Das ist reine Geschmackssache. Für den einen ist es ganz wichtig, gut auszusehen. Der sagt, ach, das mit dem Gucken, das werdet ihr schon hinbekommen, aber ich möchte gern gut aussehen. Ja. Die anderen sagen, nee, lass uns mal gucken, ich möchte erst mal wissen, was ist mit meinem Auge so los. Das Grundbedürfnis ist einfach da, dann schauen wir zusammen, analysieren die Problematiken, machen eine vernünftige Anamnese, wie sieht, ich sag mal, Häkchen, das ganze Leben so aus, was das Auge betrifft und seit wann sind die Problematiken da und wie bestehen sie. Und dann haben wir eine Basis, wo wir einfach sagen, jo, das ist das Ziel vom Gucken und die Frage ist, wo bauen wir es ein? Okay. Also die Herangehensweise ist von A nach B oder B nach A, wir kommen immer am gleichen Punkt an und von daher kannst du das frei gestalten. Okay. Also eine Frage oder ein Thema, das wir auf jeden Fall noch aufgreifen müssen, auch ob der Sendung alleine schon und der schönen Zeichnung. Ihr steht ja nun auch mit eurem Geschäft ja auch für so den lokalen stationären Handel ein und das ja auch nun schon unheimlich lange. Warum würdest du sagen, ist dieses Thema Supported Local Dealer, die Unterstützung des lokalen Handels auch so wichtig, auch für eine Stadtgesellschaft? Weil ich finde, gerade in der heutigen Zeit merkt man das wahrscheinlich mehr als jemals zuvor. Und ich glaube, das ist auch ein Teil, den die Kunden an uns schätzen, dass man sich einfach die Zeit nimmt, dass man die Gespräche führt, nicht nur rund um die Brille, natürlich auch. Aber einfach, wenn man vorbeikommt und sagt, hier hinterm rechten Ohr, da klemmt es ein bisschen, dann gibt es einen Kaffee und einen kleinen Keks und man erzählt ein bisschen über die allgemeine Lage. Und das ist eigentlich das, was den stationären Handel ausmacht. Dass man einfach sagt, ich gucke einfach mal bei meinem Optiker vorbei und halte einen Plausch oder ein Schwätzchen, jetzt mit Termin. Aber auch da machen wir das gerne, leider ohne Kaffee, weil wir nicht ausschenken dürfen. Aber ansonsten setzen wir uns auch einfach mal zusammen und quatschen ein bisschen. Und das ist eben das, was das Netz nicht kann. Das kann nur der lokale Handel.
Und das ist auch das, was die Stadt ausmacht. Ne? Dass man zum Optiker geht, einen Kaffee trinkt, danach geht man zu Lose, sagt, oh, ich habe mal Bock auf ein paar Schuhe. Wenn ich welche finde, ist okay. Und wenn nicht, bringe ich mein Geld vielleicht zu Summersby oder buche noch schnell eine Reise aus Frust. Man kann das ja alles machen. Das geht ja. Und das macht eben die Stadt einfach aus. Ne? Man kann die Sachen anfassen, man hat einen Ansprechpartner, den man sieht und man kann seine Sorgen loswerden und das ist eben nicht nur Click and Buy. Apropos, du hast gerade gesagt, apropos zusammensetzen und Termin buchen. Unter welchen Rahmenbedingungen kann ich denn aktuell zu euch kommen? Also komme ich spontan vorbei, rufe ich vorher an, wie habt ihr aktuell geöffnet? Vielleicht kannst du dazu noch zwei Sätze sagen. Ja, aktuell haben wir von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr geöffnet, samstags von 10 bis 14. Wir machen gerne Termine außerhalb dieser Zeiten für Menschen, die länger berufstätig sind oder einfach später erst loskommen. Kein Problem, ruft uns an. Gerne mit Termin, damit wir das Ganze planen können. Wir möchten keinen im Regen stehen lassen. Wir sind von der Fläche ein bisschen limitiert. Mit 10 Quadratmeter für einen Kunden ist das manchmal eben ein bisschen voll. Wenn ihr vor der Tür steht, ist es nichts los, könnt ihr natürlich jederzeit reinkommen. Das ist gar kein Problem. Aktuell mit den Inzidenzen ohne Schnelltest, aber eben mit Maske. Das ist total wichtig und dann steht der ganzen Sache nichts im Weg. Wenn ich vielleicht eine gute Optik verschenken will, vielleicht kannst du noch ein, zwei Sätze zum Thema Gutscheine sagen, zumal ihr ja nicht nur einen eigenen Gutschein habt, sondern auch den Stadtgutschein, den vielleicht den einen oder anderen noch nicht kennt. Den Stadtgutschein könnt ihr bei uns natürlich gerne einlösen, wenn ihr was zum Verschenken kaufen wollt oder wenn ihr ein Geschenk bekommen habt. Ansonsten haben wir auch Gutscheine da für bestimmte Brillen, wenn man sagt, jo, ich hätte gerne für das und das Thema einen Gutschein oder auch einfach einen Wertgutschein, kein Ding nicht. Oder wenn er sagt, Mensch, ich finde das mit dem Gutschein nicht so schön, ich denke, meinem Mann gefällt diese Ray-Ban-Sonnenbrille oder diese Porsche-Sonnenbrille, den könnte ich auch gerne mitnehmen zum Geburtstag und hat es nicht hundertprozentig gepasst und es wird nachher die Mauer Gym, tauschen wir das gerne um, das ist innerhalb eines gewissen Zeitfensters auch gar kein Problem. Guck mal in die Runde, haben wir jetzt noch irgendwelche Themen vielleicht noch gar nicht gestriffen, wo du sagen würdest, Mensch, das habt ihr nicht gesehen und das fehlt auf jeden Fall noch in der Sendung? Also gerade, ich kriege ein Zeichen vom Chef hinten. Es gibt bei uns auch Kontaktlinsen. Also wir haben eine Kollegin, die perfekt in Kontaktlinsenanpassung ist und wir passen Kontaktlinsen an und verkaufen die natürlich auch. Wir versenden die auch, also es gibt hier auch bei uns kontaktloses Kaufen. Es gibt Bestellsysteme, die Kontaktlinsen versenden, die wir angepasst haben. Und das gibt bei uns also auch alles, auch mit Termin natürlich. Okay. Beim Thema Linsen fällt mir noch ein. Wir haben natürlich auch gerade jetzt in Zeiten von Homeoffice, ne, ist der Wunsch auch einfach da, dass Multifokallinsen getragen werden, Gleitsichtlinsen oder auch Office-Brillen. Also wir haben noch nie, so gar nicht, wenn ich das so sagen darf, Office-Gläser am Markt gehabt wie eben. Also wirklich für jeden Anwendungszweck. Und du sagst, ich will meine Kollegin da hinten sehen, will hier arbeiten, auf den Rechner gucken, geht tadellos. Wenn du sagst, ich will nur Rechner gucken, hier arbeiten, geht auch Bombe. Man kann sich auch mit Arbeitsplatzbrillen im Büro frei bewegen, zum Kopierer gehen, ins Nachbarbüro. Es geht also wirklich top. Und im Bereich der Linsen kann man auch Linsen über Nacht tragen, damit man tagsüber ohne Linsen gucken kann. Ortho-K-Linsen, orthokeratografische Linsen. Bei Kurzsichtigkeit, dass die Kunden also sich wirklich ihre Sehfehler wegschlafen mit Kontaktlinsen und dann tagsüber ohne Linsen gucken können. Das Ganze ist total reversibel. Wenn man irgendwann keinen Bock mehr hat, sagt man, jo, nee, ich will nicht mehr. Dann bekommt man seine alte Fehlsichtigkeit zurück und dann ist die Sache auch wieder erledigt. Also auch das geht von der Tageslinse, Monatslinse, individuell angepasste Linsen, also nach Transplantation von Hornhaut, egal was ihr habt, ruft an, kommt vorbei. Unsere Kollegin Deike ist da also wirklich top bewandert, macht das bei uns, wir arbeiten ja da gerne zu. Und bei Fragen, jo, einfach melden. Du hast gerade das Thema Homeoffice angesprochen. Das heißt, man kann schon sagen, dass diese ganze Thematik jetzt Corona-Pandemie, Homeoffice auch eine Auswirkung auf die Branche hat. Also dass vielleicht die Kunden mit anderen Bedürfnissen kommen oder es auch andere Produktentwicklungen gibt. Kann man das so sagen? Die Produktentwicklungen waren schon immer so gut. Es war in der Vergangenheit leider oft ein Stiefkind. Ja. Und wir haben es immer versucht, offen auch den Kunden zu kommunizieren. Bei der Gleitsichtbrille in unserem Alter, so kurz über 35, hallo. Da hat man einfach die Problematik, dass die Entfernung für den Monitor relativ weit unten im Glas sitzt. Ja, okay. Und wenn der Computer in Augenhöhe steht und ich meine Kollegin bewundern möchte, so nah. Sitzt du so am Computer und irgendwann merkst du, wenn du dann aufhörst zu arbeiten, wie das alles wehtut hier hinten. Und dafür gibt es die perfekte Brille, nämlich eine Gleitsichtbrille für PC und Arbeitsplatz. Da kannst du wieder gerade sitzen.
ohne dass der Nacken geht. Ja, oder du hast aufzuarbeiten, weil es geht. Das ist also beides nicht so schön. Und von daher gibt es da wirklich perfekte Lösungen. Und sie kommen heute einfach mehr zum Tragen, ja, okay, weil einfach viel mehr am Rechner gearbeitet wird. Die Tendenz wahrscheinlich aber auch zunehmend ist. Okay. Von daher. Ihr habt ja vorhin, wir haben vorhin ja schon ein bisschen hier aus dem Fenster geguckt und ihr habt schon vom Straßenzug geschwärmt. Was würdet ihr sagen, was macht so auch diesen besonderen Charme eures Quartiers, eures Straßenzuges aus? Ja, es ist einfach die Gemütlichkeit. Ne? Also es ist super familiär, finde ich. Also die mit den Kollegen und den anderen Geschäften hier, das ist ein Team einfach. Mhm. Ne? Es ist wirklich eine ganz, ganz nette Straße und nette Geschäfte und man trifft sich hier draußen, also mal in der Mitte und dann ja, und dann macht zusammen eine Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt, damit die Straße auch vernünftig hell ist. Ja, dann Dank an Ulrike Ring, die ist immer so super organisiert. Und, das ist eine Einheit. Ja, es ist einfach, ich finde eine gemütliche Straße. Ich finde Braunschweig an sich gemütlich. Es ist also nicht jetzt diese Großstadt für mich im Innenstadtbereich. Man kann also wirklich zu Fuß alles gut erreichen und es ist immer nett, egal wo man sich aufhält. Also von daher finde ich die Straße einfach super. Für die, die sich jetzt im Verlauf der Sendung angesprochen gefühlt haben und vielleicht auch später eingeschaltet haben und Fragen haben, auf welchen Wegen kann ich aktuell am besten auf euch zukommen? Vielleicht, wenn ich jetzt abends auf dem Sofa liege, vielleicht nochmal den Hinweis zur Website und Social Media und gerne auch nochmal eine kurze Info, was die Öffnungszeiten angeht. Ja, erreichen könnt ihr uns am besten entweder telefonisch über 0531 444 00 oder ihr schickt uns eine E-Mail unter info@optik-winter.de. Könnt auch gerne die Internetseite besuchen, www.optik-winter.de. Und den Instagram-Account macht meine Frau. Ja, schon kurz kennengelernt. Da erreicht ihr uns über optik-winter. Ja, da könnt ihr auch persönliche Nachrichten hinterlassen und mit uns in Kontakt treten jederzeit. Okay. Vielleicht auch so als kleinen runden Abschluss für die heutige Sendung. Wir starten ja jetzt immer noch gemeinsam in ein irgendwie besonderes Jahr 2021 rein. Was würdet ihr sagen, was wünscht ihr euch für dieses Jahr, für euer Geschäft und auch sozusagen für die unterschiedlichen Themen, die sich so um euch herum bewegen? Was wäre so euer Wunsch und vielleicht auch euer Plan? Tja, also mein Wunsch ist da relativ einfach. Ich möchte mit meinen Kunden gerne wieder einen Kaffee trinken und möchte mich über andere Dinge unterhalten als über irgendwas, was man nicht darf, sondern ich freue mich über das, was man dann wieder darf. Ja. Und über die Geselligkeit, die irgendwann draußen einsetzt, das war dieses Jahr total spooky, als Weihnachtsmarkt eigentlich gewesen wäre, ist da draußen keiner vorbeigegangen. Ja. Das war also schon nicht so schön. Und ich freue mich, wenn die Menschen wieder draußen vorbeistreben, gegenüber dem Bäcker sitzen und einfach die Stadt wieder zu leben erwacht. Ich würde das super finden. Okay. Und bei dir? Ja, mir geht es genauso. Ich bin froh und dankbar, dass wir dieses Jahr so schön arbeiten konnten mit den Kollegen im Team, im Superteam. Und wir haben unheimlich nette Kunden, wirklich, wirklich nette Kunden. Und ich hoffe und wünsche mir, dass das so bleibt. Okay. Tja, also wenn es euch vielleicht geht wie mir, die sich sagen, okay, schon seit einigen Monaten vor sich her schieben, ich muss mir mal eine neue Brille holen, weil die alte fällt auseinander oder mal wieder was Neues machen wollt. Ich hoffe, dass wir euch so ein paar Inspirationen mit auf den Weg geben konnten. Wenn sich jetzt im Nachgang noch Fragen ergeben, ihr habt es ja gerade gehört, einfach mal durchrufen, macht euch einen Termin vor Ort, kommt vorbei, guckt mal bei Social Media, welche aktuellen Themen sich so bei Optik Winter ergeben. Und wenn ihr später eingeschaltet habt, gar kein Problem, ihr könnt euch die Sendung im Nachgang nochmal in Ruhe anschauen. Zum einen auf braunschweig.de. Sucht da einfach mal oben rechts in der Suchleiste nach MyLocalsBS, so heißt das Format ja. Dort findet ihr dann auf der Landingpage von braunschweig.de zum einen alle bisherigen Sendungen nochmal zum Anschauen, auch all die anderen Geschäfte, Gastronomien und Einzelhändler, die wir besucht haben. Gibt es alle Folgen nochmal ganz niedrigschwellig über YouTube hochgeladen zum Nachschauen, auch die des heutigen Abends. Und zum anderen empfehle ich euch, abgesehen vom Löwenstadt-Kanal, den ihr gerade schaut, auch den Instagram-Kanal Support Your Local BS. Dort findet ihr neben vielen aktuellen Informationen aus dem Braunschweiger Einzelhandel und aus der Gastronomie auch Hinweise zum Format My Locals BS vom Stadtmarketing und auch die Sendung nochmal zum Nachgucken. Einfach da in der Mitte auf diesen Button IGTV klicken. Auch da sind die Folgen alle nochmal hochgeladen. Und ansonsten, wenn sich Fragen jetzt zum heutigen Thema ergeben, geht einfach auf das Team von Optik Winter zu. Drei habt ihr ja schon mal kennengelernt, lasst euch beraten und informieren und auch gerne inspirieren. Und ja, fand es schön, dass wir heute mal eine Tour bei euch drehen durften und wir in die Welt der Brillen und Optik eingetaucht sind. Ich habe auf jeden Fall einiges gelernt und auch ein paar Gestelle gesehen, die ich mir nochmal in Ruhe angucken muss. Das mache ich dann nochmal ganz in Ruhe und ja, kann euch nur sagen, schaltet gerne wieder ein. Wir sind morgen wieder unterwegs um 19 Uhr. Vielleicht da auch nochmal der Hinweis,
unter der Woche immer um 19 Uhr und am Wochenende um 18 Uhr. Wenn ihr euch fragt, wo wir als nächstes unterwegs sind, wie gesagt, auf braunschweig.de findet ihr neben den Videos auch einen Sendeplan mit den nächsten Folgen und auch die Folgen zum Nachschauen. Und ansonsten euch nochmal einen ganz großen Dank, dass wir hier zu Gast sein durften und ihr uns in die eure Welt habt eintauchen lassen. Und ja, ansonsten habt einen schönen Feierabend. Danke, dass ihr da wart, dass wir die Chance hatten, einen Teil aus unserem täglichen Arbeitsbereich euch näher bringen zu dürfen. Und ich denke, ich spreche auch im Namen meiner Kolleginnen, dass wir das also immer noch mit ganz viel Freude auch letztendlich jeden Tag wieder machen, weil einfach die Arbeit mit den Kunden total toll ist. Ja. In dem Sinne freuen wir uns auf Fragen oder auch Besuche. Ja. Super. Dann vielen Dank. Habt noch einen schönen Abend. Wir sehen uns mit MyLocals BS vom Stadtmarketing und Arbeitsausschuss Innenstadt initiiert morgen wieder. Und wie gesagt, wenn ihr später eingeschaltet habt, dann schaut euch die Folge einfach nochmal ganz in Ruhe an, auch alle anderen Folgen. Und ansonsten startet gut morgen ins Wochenende und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.